Geht's los? Ja. Hi Leute! Hier sind wir wieder bei einer neuen Folge von... Oh, gerade hat die Kamera gewackelt. Von When the World Was Still Intact. Meine Show. Nein. Zu der ich manchmal jemanden einlade. Nämlich mich. Also ist das wahr? Nein, 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 ich wurde hier noch nie so eingeladen. Ich bin auch Boss von dieser Show hier. Aha. Ich habe ein neues Würfelgerät bekommen von Flo. Und ohne weitere Umstände fangen wir an, ein hervorragendes Video auszuwürfeln. Und dann auszuwählen. Mit den Zahlen. 6. Wie viel Mal darf ich würfeln? 3. Oder... 4. Oder? 2, 4, 6 also. 2, 4, 6, damit haben wir gucken eine wir mal kurz auf sehr Liste. Hohe statistische Wahrscheinlichkeit, oh mein Gott, dass so gut wie alles abgedeckt wird. Was? Oh mein Gott, das klingt ja nicht gut. Die 2 habe ich schon mal gewählt. Die 4 und die 6 habe ich noch nie gewürfelt, wenn ich mich recht entsinne. Und deshalb wähle ich heute die Nummer 4. Das ist Players Choice, also darfst du dir einfach. Es gibt einmal Sonic the Hedgehog, Deputy Dog, Pinocchio und Power Rangers. Ich kann es nicht glauben. Achso, und das Dschungelbuch. Das ganze Dschungelbuch? Nein, aber eine deutsche Version davon. Und die ist 95 Minuten lang. Eine deutsche Version davon? Ja, nein, aber nein, das ist... Guck mal, wie das aussieht, warte mal. Ja, ganz hier, gut. Ja, hier. Guck, so sieht das aus. Das ist nicht das gleiche wie von Disney. Da bin ich ja froh, dass ich wählen durfte. Lange habe ich darauf gewartet. Heute ist der absolute Glückstag der Show. Wir sehen selbstverständlich Deputy Dog. Yes! Yay! Player's Choice! Yay! Es geht los mit Deputy Dog! Darauf haben wir uns schon lange gefreut. Ewig gefreut. Deswegen war es natürlich auch sehr enttäuschend, weil alles, worauf wir uns hier freuen, einfach nur schlecht ist. Ah, Deputy Dog. Was soll man dazu sagen? Es ist ja langweilig. Wir haben großartiges erwarten. Hier steht empfohlen ab 6 Jahre. Also darf man sich ja eigentlich gar nicht wundern. Doch. Wir sind halt nicht 6 Jahre alt. Ja und? Es gibt doch gute Sachen ab 6 Jahren. Wahrscheinlich. Wir haben alle 5 Folgen geguckt, die da drauf sind. Die sind immer jeweils 6 Minuten lang. Ja, wir mussten es dann am Ende wissen. Deputy Dog. Am Ende kam James Hound. Es ist alles ähnlich. Also die Animation... war richtig lahm halt. Also es ist nicht ja, sehr viel passiert. Genau. Oft wurde einfach halt recycelt. Also oft wurde die gleiche Bewegung einfach mehrmals abgespielt. Ja. Und es war halt fast so... wie Lone Ranger, nur halt ein bisschen, also naja, naja es war schon also mehr Ranger Bewegung, ist aber schlecht. War, nee, das war Cartoon-Bewegung, aber halt die Spaß. Das war jetzt trotzdem richtig langsame Bewegung. Ja. Also da wo bei Tom und Jerry irgendwie 20 Bilder gezeichnet worden wären, da haben die hier halt irgendwie 3 genommen oder so. Ja, und Autos sind auch einfach so gefahren, ohne dass irgendwie die Reifen, die Räder sich gedreht haben. Wann ist denn überhaupt ein Auto vorgekommen? Der Golfcart. Achso, ja. In der letzten Geschichte. Ja, nicht in der letzten Geschichte, das war die 3. Geschichte. Ja, okay. Dad! Da kam es mir schon so vor, 32 Minuten. Also hier stehen die in einer anderen Reihenfolge drauf, als sie in echt passiert sind. Ja. Sag, wir machen jetzt mal einen kleinen Test. In welcher Reihenfolge sind die Geschichten passiert? Deputy Dog, Hector Heathcote, Sad Cat, Happy Truthahn und Hound Thing. James Hound. James Hound. Deputy Dog also dann zuerst. Ja, also es geht darum, dass zwei Tiere, neckische, ein Biber und ein hässliches Geschöpf. Genau. Irgend so ein Wiesel oder so. Die sind freche Kinder und die wollen Deputy Dog einen Streich spielen. Es ist alles sehr unschuldig.
Und es kommt ein Sheriff aus dem Norden zu Besuch, das erfahren die beiden aus der Zeitung. Und daraufhin beschließen sie, ein Gesuchtplakat, zwei Gesuchtplakate zu nehmen und auf das eine ein Bild von Deputy Dog zu kleben, und auf das andere das den sie halt vorher von dafür dem noch fotografieren. Und auf das andere das von dem anderen aus der Zeitung. Das von dem Sheriff aus dem Norden, der zu Besuch kommen möchte. Aus der Zeitung schneiden wir es aus. Und die zwei Bilder kleben die auf Gesuchtplakate und geben die gegenseitig den beiden Sheriffs, sodass die dann gegenseitig als Witz, die sagen auch halt alle drei Minuten, dass das ein Witz ist und wie so der Witz funktionieren soll und warum das witzig ist. Für uns wird es ein Riesenspaß geben. Der Spaß beginnt mit einem Witz, das Witzigste, was wir jemals angestellt haben. Entschuldige, Sheriff, wir haben es nicht so gemeint. Es sollte doch nur ein Scherz für alle sein. Derartige Scherze werden bei uns aber bestraft. Ja, also, nachdem sie sich halt verwechseln, ne? Ja. Kämpfen die. Und das ist der Inhalt, das ist der ganze Inhalt, die kämpfen mal so und mal so und mal so und mal so. Und das ist richtig langweilig. Aber halt super billig animiert. Und das ganze große Gekämpfe ist offscreen. Genau. Da wackelt dann einfach der Bildschirm so. Das gab es auch in anderen Geschichten, es gibt also null visuelles Interesse. Und auch kein Story-Interesse. Kein Story-Interesse. Und auch, ja gut, ich denke mal, das Einzige, was irgendwie punkten könnte noch, wären die Charaktere. Also Deputy Dog würde ich zum Beispiel so 2 von 10 geben. Der, okay, der ist nicht non-existent. Oder meinst auch, du, der ist nicht non-existent? Naja, der ist kein Charakter, der irgendwie 0 von 10 bekommt. Also ich hätte ja dem Sidekick von Lone Ranger, den hätte ich ja für Charakter 0 gegeben. Achso, ja, der hat schon einen Charakter. Ja. Ja, natürlich. Der ist doch eine sehr charakterstarke Figur. Ja. Okay. Also ja, egal. Gut. Als nächstes kommt Hector Heathcote. Erzähl mal. Das war der einzige Charakter, der kein Hund war. Der kein Tier war, meine ich. Ja. Das war nämlich einfach nur ein Soldat in einem Fort. Genau. Was ich an der Folge blöd fand, war, dass er eigentlich gar nicht so ungeschickt war. Also der hat halt ein paar ungeschickte Sachen gemacht, zum Beispiel, dass der einmal mit einem Eimer so mega durchs Zimmer gerutscht ist und dann zu den Soldaten gekommen ist mit einem Besen in der Hand. Das hat mich an so Sachen wie Winnie the Pooh und so erinnert, halt in 1000-mal schlechter. So Winnie the Pooh? Weil der mit dem Po auf den Eimer gefallen ist und dann gegen die Wand gerutscht und dann nach einer kurzen Pause irgendwie so wieder zurückrutscht. Ja, so mit so einer Pistole gegen die Wand. Nein, das war ja erst, da ist er zurück, aber von der Rückwand ist er dann wieder vorgerutscht, das schneiden wir hier rein. Und das war so, als wäre er abgeprallt. Ja. Nur, dass das so gezeichnet war, so, dass halt, ja, die haben sich halt die Bilder gespart, wo man irgendwie gesehen hätte, dass er abprallt. Ja. Naja, auf jeden Fall, da waren halt so Sachen, die so hin und her gehen, hat mich an die Szene im Baumhaus mit Piglet. Ja, aber die Szene ist richtig gut. Die Szene mit Piglet im Baumhaus ist natürlich perfekt, eine der besten Zeichentrickszenen der Weltgeschichte. Mhm. Also, der macht irgendwie irgendwelche Sachen. Am Anfang sagt der Sprecher in der großen Revolution, da habe ich mich gefragt, was sagt der im amerikanischen Original? Der sagt in the Great Revolution. Was soll das sein? Meint er den Bürgerkrieg? Er meinte den Bürgerkrieg. Meint er den Bürgerkrieg? Woher sind denn die Redcoats? Die Rotmäntel. Die Rotröcke? Ja, aber die wurden ja Rotmäntel genannt. Ja. Wegen Redcoats. Sind die vielleicht, ist es der Zeit der großen Revolution? What the heck? Wir wissen es nicht. Vielleicht wissen es amerikanische 6-Jährige aus der Schule. Also, der war halt gar nicht ungeschickt eigentlich. Der hatte so einen Hund mit einem viel zu großen Gesicht. Ja. Und der hat halt einmal mit so 4 Pistolen auf einmal geschossen. Dann hat der so ein Pulverfass geworfen. Und eigentlich ist nichts wirklich Ungeschicktes passiert, sondern der hat immer nur richtig gute Pläne gemacht. Ich habe irgendwie so das Gefühl, wir sollten doch wissen, was die Great Revolution ist. Meinten die, wie die Unabhängigkeit von England errungen haben? Ich weiß es auch nicht. Woher soll ich das denn wissen? Aber ich nehme an, wenn man das nicht weiß, darf man nicht nach Amerika einwandern. Das kann sein. Okay. Wir schneiden einfach mal hier rein, was es war. Genau. Oder auch nicht, falls wir es nicht rausfinden. Wenn nicht, dann schneiden wir hier ein Bild von Seifenwerbung aus dem 17. Jahrhundert rein.
Dann kam es. Also der Heathcote, der Hector Heathcote, der hat am Ende halt das ganze Fort in die Luft gesprengt. Aber niemand ist gestorben, deswegen war das eigentlich richtig dumm. Der Hund war cool. Nein, der hat richtig genervt. Der hat die ganze Zeit so, oh bitte, lass uns aufgeben. Die haben so erstmal alle erschossen und dann gesprengt. Und der so, oh, ich lobe deinen Mut, aber lass uns mal aufgeben. Ja, der obwohl hat die alle besiegt haben, die ganze Zeit. Der hatte aber eine gute Stimme. Ja, die Stimme war aber auch irgendwie so ein bisschen dumm. Und der hatte ein cooles Gesicht. Ja, also, genau. Also der hatte ein cooles Gesicht und eine coole Stimme. Ich fand, der hatte war der ein beste. Cooles Design. Ja, der Hund war auch von interessanter Hector als Hector Heathcote. Ist mein neues Spirit Animal. Der beste. Danach kam... Sad Cat. Sad Cat war das Schlimmste vom Storytelling her. Ja, doch, da hast du glaube ich recht. Vollkommen sprunghaft, unnötig. Unlogisch, dumm, er macht schlecht ein Omelette, gezeichnet. Dann nimmt ihn ein anderer als Golfschläger. Dann, also völlig unnötig. Dann kommt jemand aus seinem Unterbewusstsein und kann zaubern. Der und macht dann ihm solche magischen Golfbälle. Genau, erst sagt er, oh mein Unterbewusstsein, aber hinterher kommt dieses selbige Unterbewusstsein. Und kann zaubern. Und zaubert und greift in die Welt ein. Und führt dazu, dass Sad Cat alle Golf besiegt. Gewinnt. Und das war die Geschichte von Sad Cat. Ja. Ein aber das Underdog, Undercat, der hinterher gewinnt, weil sein Unterbewusstsein aus ihm heraustreten und zaubern kann. Das war aber richtig unfair. Der meinte so, oh, ich wusste doch, dass du gut im Golf spielen bist. Aber in echt hatte der nur magische Bälle, die halt ins Loch reinfliegen. Ja, und das Unterbewusstsein von Sad Cat ist das mächtigste Wesen im Sad Cat-Universum. Von daher... Im Terry Toons Shared Universe. Genau, im Terry Toons Shared Universe ist das mächtigste Wesen das Unterbewusstsein von Sad Cat. Also ist der überhaupt null Underdog, sondern hat einfach sozusagen der. Gott auf seiner Seite. Aber weißt du, was noch dumm war? Dass der halt diese Golfbälle hatte, das waren dann echt Eier, ne? Aber das Unterbewusstsein hat die zu magischen Golfbällen gezaubert. Ja. Und dann sind die immer einfach, bevor der überhaupt geschlagen hat. Also das war ja wahrscheinlich extra. Also ja, ich kann mir natürlich. Ja nicht vorstellen, nein, dass das war nicht die Animation. Haben. Nein, nein. Aber dann sind die einfach lange, bevor der schon geschlagen hat, sind die einfach schon weggeflogen. Die sind immer so weggeflogen und wenn die schon aus dem Bild waren, hat er dann so gesprungen. Ja, okay, das war die Geschichte von Sad Cat. Sad Cat hat Gott auf seiner Seite, den größten Superhelden sämtlicher Universen und das soll uns zeigen, dass auch jemand, der Gott auf seiner Seite gegen seine Brüder im Golf gewinnen kann. Genau, das war die Message. Danach kam schon Happy Truthahn. Fand ich nicht so toll, um ehrlich zu sein. Das ist, glaube ich, die zweitschlechteste Geschichte, würde ich sagen. Aber ich fand, das war das Beste, die besten Charaktere. Die haben natürlich nichts gemacht, die Charaktere, aber von der Idee her, so Hillbillies. Ein alter Farmer, der irgendwie all seine Tiere ganz lieb hat und ein alter Truthahn, aber der Farmer nimmt Rücksicht auf seinen Truthahn. Ja, das fand ich interessant, dass die hatten so einen Truthahn, wir können ja erstmal erzählen, was passiert, ne? Ja. Die hatten halt so einen Truthahn und da konnte man Truthähne schießen, aber die haben das extra so gemacht, der Truthahn war halt der Freund eigentlich von denen und die haben das extra so versucht, dass der halt nicht in echt getötet wird. Und genau, und die Teilnehmer, die haben halt extra schlecht gezielt, damit der Truthahn noch Spaß dran haben kann und sich vorstellen kann, dass er so gut ist. Auf jeden Fall, die haben alle auf den Truthahn geschossen, um den Truthahn einen Gefallen zu tun. Und, ja. Something seems off. Heißt ja auch Happy Truthahn. Und ja, also auf jeden Fall der Bauer, der alte Bauer, der Farmer, der mag seinen Truthahn und der mag auch dieses andere... Wieder so ein Biber? Oder? Nee, ein eher Bini so ein Erdhörnchen. Achso, ja, da war auch so eine Maus. War das eine Maus? Oder ein Eichhörnchen oder so. Erdhörnchen oder sowas. Ja. Oder nee, nicht Erdhörnchen, doch Ahörnchen. Das hat auf jeden Fall weiße Haut, ne? Egal, das war komplett weiß. Ja, dann war da noch so ein Bär. Und wer war da noch? War's das? Nee, da war doch noch so ein anderer Vogel. Hat der jemals was gemacht? Ja, der hat den in diese Höhle reingezogen, in das Versteck. Und hat gesagt, er wollte nicht auf mich hören. Oh nein. Da war noch dieser Vogel. Ja, auf jeden Fall, diese Typen zusammen, die fand ich gut orchestriert. Die waren irgendwie, da war was Nettes dabei. Irgendwie was Schönes, wo sich jemand was dabei gedacht hat. Die haben zusammengehalten.
Dann kam nämlich ein Scharfschütze zufällig vorbei, der hat dann gesehen, oh, Truthahn schießen nur 50 Cent. Und dann wollte der sich seinen Truthahn schießen und dann haben die das halt verhindert. Und zwar ungefähr auf die gleiche Art wie die Kämpfe bei Deputy Dog. Gut, und dann kam... Dann wollte Felix schon ausschalten und ich habe gesagt, nein, jetzt müssen wir noch das Letzte sehen. Dann kam eigentlich das Beste. Ja, ich fand das auf jeden Fall das Beste und ich fand, das hatte auch den coolsten Charakter. Dann erzähl mal von... Also, James Hound. Also, es geht darum, um James Hound. Der ist in seinem Haus da drin und das Fenster ist aus irgendeinem Grund offen und es schneit halt. Obwohl es der 4. Juli ist, das sagen die extra nochmal und zeigen den Kalender an der Wand. Independence Day übrigens. Ja, ist mir auch aufgefallen. Aber das hatte gar keine besondere Bedeutung aus irgendeinem Grund. Das hatte bestimmt mit der großen Revolution zu tun. Und dann sagt der Agent von dem, ja komm mal bitte her, ich habe einen Auftrag für dich. Also der Chef von dem, ne? Ja, aber dann macht der macht solche coolen Düsen aus seinen Ärmeln. Ja! Das fand ich ganz cool, nämlich das war... Naja, darüber können wir gleich noch reden. Ich erzähle erstmal den Plot noch. Also der fliegt dann darüber, redet mit dem Chef und der erzählt von Dr. Mad. Der hat nämlich, wie sie aus irgendeinem Grund richtig raten, die haben sofort richtig erraten, wie der das gemacht hat. Der hat das nämlich so gemacht, dass es in Ländern, die eigentlich warm sein sollten, ist es kalt. Und in Ländern, die eigentlich kalt sein sollten, also am Nordpol, ist es auf einmal warm. Und das hat er gemacht, indem der mit einem riesigen Unterwasserventilator den Golfstrom umgeleitet hat. Sehr genialer Plan. Ja. Und so ist es. Dann fliegt James Hound erstmal rum und der weiß natürlich nicht so richtig, was er machen soll. Der will halt Dr. Mad finden. Und dann findet er die Wettergrenze. Es gibt halt so eine richtige Grenze. Auf einer Seite ist es sonnig und auf einer ist es eisig. Die ist witzig. Und ja, fand ich auch. Er hält so die Hand in die eisige Seite. Ja, und dann fällt der Schnee drauf und der sagt so, da muss ich mal nachgucken. Und dann geht er da unter Wasser zu dem U-Boot und guckt erstmal nur durchs Fenster auf so einen hässlichen Troll, der noch bei Dr. Mad dabei ist. Und Dr. Mad erkennt ihn sofort und die schicken so einen richtig fetten Kraken mit mega kurzen Tentakeln auf den drauf. Und dann gibt's halt so einen Kampf, der natürlich mal wieder offscreen ist. Ah ne, dann wird der fast sogar in den Ventilator dann reingezogen. Drehen die den Ventilator um, der Dr. Mad lässt extra den Ventilatorhebel umlegen. Ja, genau. Und dann fliegt er darauf zu und denkt so, oh nein, ich werde gleich zerschreddert. Aber dann verheddert sich halt der Schal von dem da drin und es gibt einen Kurzschluss und die Turbine hört sich auf zu drehen. Und das U-Boot explodiert. Ja, genau. Und so haben die gewonnen. Der kommt zurück rein zu seinem Chef. Schenkt dem einen riesigen Ventilator, weil es jetzt richtig heiß ist. Und das war's. Ja. Das fand ich echt das Beste. Also das Intro war gut davon. Während wir das Intro gesehen haben, dachte ich, ach ja, jetzt haben die zuletzt ja doch noch was genommen, was richtig gut ist. So gut war es dann nicht. Aber vom Intro konnte man direkt denken, hey, jetzt kommt eine tolle Story mit einem Hund als Detektiv. Ja, also im Vergleich zu den anderen fand ich das auf jeden Fall viel besser. Man sieht ja auch daran, wie viel da passiert, ne? Also was da für ein cooler Plot war. Also cool, naja. Aber was da halt für ein Plot war, an den man sich auch erinnert. Bei den anderen kann man halt nur drei Sätze sagen. Das stimmt. Und da passiert wirklich was. Und ich fand das halt... Ja. Ich fand's cool, dass ihr diese ganzen Agenten-Gadgets hattet. Die muss ich jetzt noch zeigen. Mit dem... Ja, ja, dass ihr diese Ärmel da hattet. Die sind auf den Ärmeln. Und der hatte halt seinen sprechenden Wecker und seinen Hut. Ja. Ich fand... Ja, das fand ich eigentlich ganz lustig. Und es gab zwei Mülltonnenwitze, eine bei Deputy Dog, wo Deputy Dog seinen Widersacher in eine Mülltonne stopft und... Und einmal am Ende, wo James Hound den riesigen Ventilator vor seinem Boss aufstellt, sagt er so, oh nein, hab ich dem werden Papiere ins Gesicht gepustet und auf einmal wird einfach so eine fette Mülltonne ins Gesicht geblasen. Hervorragend. Also zwei gute Stellen mit Mülltonnen. Wir müssen jetzt noch ein Ranking machen. Okay. Best to worst. Nee, okay. Worst to best. Okay. Das Schlechteste war Sad Cat. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Das Zweitschlechteste war... Hector Heathcote. Was? Was war denn schlechter? Happy Truthahn. Ja, ich finde Deputy Nein, Dog fand Deputy ich auch Dog schlechter. War schlechter. Das Schlechteste war Sad Cat. Das Zweitschlechteste war Deputy Dog. Dann kommt Happy Truthahn und dann kommt Hector Heathcote, würde ich sagen. Ich würde das noch umdrehen, weil ich Happy Truthahn soweit ganz liebevoll gemacht war, diese Zusammenstellung dieser Leute, die sich richtig gut verstehen. Ja, das stimmt, aber ich fand irgendwie Hector Heathcote war das, was am wenigsten... Naja, okay, das war dumm, aber halt, keine Ahnung.
okay. Irgendwas mochte ich daran. Also die sind gemeinsam auf dem zweiten Platz, meinetwegen. Und dann ist James Hound auf jeden Fall der Beste. James Hound war der Beste. Ich glaube, wenn wir nur James Hound gesehen hätten, wäre es nicht so schlimm gewesen. Ich glaube, wenn du hier das Intro reinschneidest von James Hound, dann werden die Leute denken, hä, er sieht doch alles gar nicht so schlecht aus, vielleicht ist das gut. Geheimagent James Hound, bitte melden. Ja, ich hatte halt hier immer nur Deputy Dog drauf gesehen. Ich muss sagen, ich hatte mich ganz anders an Deputy Dog erinnert, als er aussieht. Aber ich fand diesen Schriftzug Deputy Dog immer ganz cool. Und ich dachte, also ja, wir haben ja wochenlang gedacht, ja, wir dachten jetzt, immer, das wäre besser. Wow, eines Tages hoffentlich kommt, ist uns das Würfelglück hold. Ja. Und wir dürfen irgendwann Deputy Dog sehen. Tschüss. Tschüss.